Verunsicherung infiziert, Hoffnung aber auch. Viele Menschen sind derzeit durch die Corona-Pandemie infiziert mit Ängsten, mit Fragen, mit Trauer. Welche Perspektive haben wir im Leben? Aber als Christen wissen wir, dass wir aus einer Hoffnung leben, die uns trägt und die uns Perspektiven für das Leben gibt. Werde Hoffnungsträger, so haben wir in diesem Jahr die Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes überschrieben. Und ich möchte Sie einfach einladen und bitten, diese Aktion zu unterstützen. In Wort, in Tat und im Gebet. Wir möchten Sie bitten, auch die vielen Projekte, die wir unterstützen in der Diaspora, über 1200 waren es im vergangenen Jahr, mit finanziellen Mitteln, sei es in den Gottesdiensten oder durch eine Online-Spende, zu unterstützen, aber eben auch durch Ihr Interesse. Denn die Hoffnung können wir nur gemeinsam in Solidarität weitergeben. Und so bitte ich Sie, an Ihren Orten die Diaspora-Aktion mitzutragen, aber auch mit zu unterstützen und mit zu fördern. Im Namen aller Projektpartner sage ich Ihnen dafür ein herzliches Dankeschön, aber auch für all die anderen, durch die ein Hoffnungszeichen aufleuchtet und wo wir auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen, im Miteinander und im Füreinander. Vergelt's Gott.